So, und damit hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren Black Desert Online Stream. Meine Dicke, die wippt anscheinend schon. So, ich bin hier. Warum bewegt sie sich so komisch? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Aber es ist gerade wieder dunkel geworden, in-game. So, ich hoffe, allen geht's gut. Ich habe mal provisorisch meine Cam zusammengebastelt. Ich habe auch ein schönes Foto davon in Discord gepostet, also yay. Kann man mal machen. So, endlich auch für mich Wochenende. Und es ist wieder dunkel in-game. Nice. So, ein bisschen Licht am Fahrrad. Hoffentlich droppe ich auch mal was. Und vielleicht habe ich ja nicht ganz so viele Duelle wie gestern. Schauen wir mal. So, ich glaube, ich habe auch alles an. Jo. Alles gut bei euch. Hoffe ich. Muss ich erstmal sammeln, ne? Alle müssen erstmal ins Wochenende reinkommen. Irgendwie klemme ich neuerdings immer zwischen meinen zwei Mobs fest. Wenigstens habe ich heute nicht die Trash-Loot-Router. Die macht mir halt gar keinen Spaß irgendwie, ne? Ich habe es zwar am Trash gemerkt, natürlich, aber... trotzdem nicht mein Ding, ey. Ich mag es lieber, was zu droppen. Ich hoffe, mein Chat geht. Oder vielleicht geht er auch nicht. Ach doch, er geht. Hallo, Tikomi. Ich habe schon gedacht, er geht gar nicht. Warte, irgendwie ist mein OBS da drüber. So. Na, Tikomi. Was geht ab? Ja, erstmal geht Hystria ab. Nur. Und bei dir? Konntest du dich schon zum Grinden motivieren? Oder chillst du noch da? Und machst Live-Skill? Ja, ja, heute wird ein langer Tag. Ein langer, langer Tag. Aber ich freue mich schon drauf. Ich bin so glücklich, dass ich mir jetzt... Oh, ich habe die Dating vergessen zu machen. Die Event Quest. Ups. Ja, der Eventboss ist gerade gespawnt. Ich würde mal schnell umloggen. Scheiße, das wollte ich eigentlich machen heute. Das habe ich völlig verpeilt. Mitsammeln. Was melken gewesen oder was? Kopf ist Schmuck und auch noch eine Dante. Oh, auf Teddy Dante wahrscheinlich, oder? Vergiss nicht zu würfeln. Oh, guck mal, wie schnell der down ist, ne? Es hat keine Minute gedauert, Schluss der Boss da.
Du wolltest Nuva machen, hast aber verpennt. Feels bad. Könnte ja glatt ich sein. Und ich hatte mir heute echt vorgenommen, diese Event-Quest zu machen, aber irgendwie habe ich die 1000 andere Sachen gemacht, ey. Stream für später noch vorbereitet, weil ich ja dann über Streamlabs streame und so. Neu für Kuno. Ah, jo. Ach, für Batali-Buch oder was? Die Nuva brauchst du? Was mache ich hier eigentlich für ein Fickfuck, ey? Bullshit. Unxip, bist du aber sonst gut ins Wochenende gestartet, außer dass du Nuva verpennt hast? Mal gucken, ey. Ob ich am Wochenende die 20% irgendwie knacken kann. Ich hoffe. Oder zumindest die 19. Relativ RNG Carry bis jetzt. Ach jo, was ist dann passiert? Wo hat sich dann RNG gezeigt? Erzähle uns mehr davon, Xip. Ted Basi. Uff. Ja, nice. Was hast du benutzt für ein Stack? Ich bin ja mehr so der Valtara-Fan. Ich will zu meinem Schmuck auch haben. Was? 50 bis 101? Ach ja. Ach, war nur für Money, okay. Was trägst du? Trägst du selbst einen Basi oder trägst du einen Valtara? Oder sogar einen Tungrad? Für Tree, 101 für Ted. Ja, ich habe meine mit. Warte, oh, das waren ja meine Ringe, ne? Ja, meine Ringe habe ich mit 104 und mit 105 gemacht. Mhm. Ja, so. Ich weiß nicht, beschmucke ich auch immer so ab 100 eigentlich. Für Ted. Ich weiß, es ist auch mit weniger möglich, aber es ist ja auch pennen mit weniger möglich, von daher. Okay. Aber ich, wie viel bringt denn ein Ted Basi noch an Money? Bringt doch gar nicht mehr so viel, oder? Wie noch vor 2 Monaten. Bille. Ja gut, okay, für Bille haben oder nicht haben, ne? Ich weiß nicht, irgendwie kommt mir immer meine Buffleiste zu klein voll vor, aber eigentlich habe ich alles an, ey. Ich habe nichts weiter gemacht, also ich arbeite ja gerade an meiner Pendanda. Ich weiß nicht, auf welchem Stand du zuletzt warst bei meinem Gear.
Ich habe jetzt auch gerade Kutum an. Ich kann keinen Pantry machen. Ich habe irgendwas mit knapp 300. Das ist... Da ich ja nur irgendwie noch so 2 Stunden, 3 Stunden am Tag zum Grinden komme. Schwierig. Kein Tattoo? Mache ich auch noch. Also ich sammle ja nebenbei Tattoo-Grads. Ich habe jetzt 38 vom Farmen. Wenn ich 50 habe, wollte ich mal drücken. Ich brauche ja noch 2 Tattoo-Grads. Also ja, die habe ich auch im Blick. Mache ich auch noch nebenbei dann. Aber sind eh zu günstig zum Verkaufen und dann kann ich sie auch sammeln und dann drücken. So dachte ich mir zumindest. Also ich bin dabei. Blacks sind doch besser. Du meinst den Disto, ne? Ja, ich weiß nicht. Bin mir noch unsicher. Und dadurch, dass ich eh so viele habe, so viele Tongrad-Earrings, kann ich die auch drücken und könnte rein theoretisch dann immer noch auf den Disto umwechseln und die dann halt verchecken oder meine LAN geben, je nachdem. Weißt du, dann habe ich eigentlich nur 4 Stacks investiert, die ich mir eh über die Valencia 1 Quest hole. Also habe ich am Ende eigentlich gar nichts dafür investiert. An Money zumindest. Und könnte die ja dann auch weiterverkaufen. Zum Beispiel. In Hystria. Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, auf der Blackchart-Route ohne Lootscroll war ich irgendwie... Was hatte ich denn da? Weiß ich schon gar nicht mehr. 2000 hatte ich, wo ich das letzte Mal geguckt habe, aber ist schon ein bisschen her. Und mit Lootscroll bin ich irgendwie bei 3000. Bei der Trailshoot-Router bin ich bei 3500. Ja. Also, wo, als ich zuletzt geguckt habe, wie lange ist das her, ey? Über einen Monat oder so. Und ansonsten gucke ich gerade gar nicht so wirklich auf den Trash. So, mir geht es gerade eigentlich mehr um die verkackten Schriftrollen, die irgendwie nicht droppen wollen. It's a problem. Ja, ja. Ist, glaube ich, im Grün. Ich weiß gar nicht, wie viel möglich ist. Ich glaube, hier auf der Blackchart-Route sind 4000 möglich. Ich weiß das aber gar nicht so genau, ehrlich gesagt. Ja, ja. Was ist so kalt draußen, dass meine Lippen total trocken werden davon, ne? Ach Gott, mein Rücken. Ich guck schon die ganze Zeit immer, ob mein Gaming-Stuhl, den ich im Blick habe, irgendwie zu Black Friday mal als Angebot reinkommt. Bin gespannt. Ich glaube nicht dran, aber gucken wir mal. Bin auf jeden Fall ganz glücklich, dass ich mir jetzt 3 Markmates gegönnt habe. Also diese 2 zum Preis für... 3 zum Preis für 2. Endlich mal. Das ist so angenehm.
Ich hatte die ganze Zeit nur eine einzige Mark, Mate. Das ist so spürbar, wenn man mehr hat. Voll gut. Finde ich gut. Jojo. Ich weiß gar nicht, wie viel machst du denn, Xip? Industrie. Boah, mal. Hab ich doch jetzt so. Also, jetzt habe ich ja 4 Stück. Das ist okay. Finde ich erstmal gut. Jetzt habe ich mir das erste Mal, glaube ich, was richtig Sinnvolles im BDO gekauft. Das noch ein bisschen besisst. Okay. Also ich glaube, soweit ich mich erkundigt habe, ist das im grünen Bereich, was ich hier aktuell mache. Was ist los, Zero? Nicht, oder was? Nicht sinnvoll oder ist nicht im grünen Bereich? Siehst du, was hast du denn jetzt an AP? Mit Kutum. Toll. Danke, Arthur. Arthur hat mir geschrieben und ich bin gegen die Wand gerannt. Nice. Also, ja, ich weiß nicht, ob meine Skillroute einfach noch nicht richtig hinhaut oder teilweise zu verträumt hier so lang grinde. Kann natürlich auch sein. Bin auch teilweise sehr verträumt und guck dann mehr in den Chat als auf den Spot nach vorne. Also es kommt halt drauf an, wo du bist, ne? Huch. Ich meine, das ist auf einer Trash-Chart-Router mehr Trash machst, die Stunde ist ja klar. Den muss ich mal wieder aktualisieren, den Skilltree. Passiv bin ich komplett ausgeskillt. Und ich habe auch weit über 2600 Skillpoints. Hab den schon gar nicht, schon lange nicht mehr aktualisiert, ey. Wo bist denn du immer? Bist du Trash-Shot-Router oder bist du auch Black-Chart-Router? Naja, ich bin an der Plebo, die Kerl ist halt so. Komm ich mir klar. Nein, alles gut. Ich sag das nur, weil mir das ziemlich oft gesagt wird.
Ich sag ja, entweder scheint meine Skillroute da nicht zu passen. Oder ich bin einfach zu verträumt. Würde ich nicht mal abstreiten, also. Uff. Kein Front, aber er zieht noch mal einen nach. Nochmal ein on top setzen, ne? Das ist nochmal die Kirsche von dem Eisbecher. Eisbecher, oh Gott. Ich kann gar nicht reden, ey. Bruder. What the fuck? Was für Bruder? Sehe ich aus wie ein Typ oder was? Oh, bitte sag mir nicht, dass ich jetzt auch noch aussehe wie ein Typ. Eis besser. Ich habe extra schon gerade einen Kaffee gemacht, um ein bisschen klar zu kommen, ey. Ich weiß gar nicht, ob mich schon mal jemand Bro genannt hat. Also ja, in-game halt, ne? Wenn sie halt nicht wissen, ob ich halt wirklich ein Girl bin oder nicht. Aber wow. Einfach wow. Es ist auf jeden Fall ein Kompliment, ja. Dankeschön. Ich hab doch gar nichts gesagt. Mein Name ist Stimme, ey. Ich habe aber nicht gesagt, dass ich meine Skills voll perfekt beherrsche und so. Hab ich nie gesagt. Ich weiß nicht, komm so klar, wie ich das mache. Ist okay. Ist halt auch schwierig, wenn du deine Klasse die ganze Zeit auf eine bestimmte Art und Weise spielst, dann eine andere zu lernen. Oder komplett anders. Finde ich persönlich. Ich habe ja teilweise Probleme, wenn ich nur einen anderen Skill dazu nehme oder austausche, mich daran erstmal zu gewöhnen wieder. Ein paar Grind-Sessions. Thank you.
Ja. So. Ich überlege gerade die ganze Zeit, wie ich das dann mache später. Diese Kamera ist so hell, ne? Ich hasse diese Kamera, ohne Scheiß. Die ist so kacke einfach. Die ist zu hell, wenn ich das Licht da mache, und sie ist zu dunkel, wenn ich es aus habe. Gerettet mit Tesafilm. Ey, da sind, ich weiß gar nicht, wie viele Lagen Tesafilm um diese Halterung drin sind, damit das hält. Ich musste ja auch noch was drunter machen, damit sie überhaupt gerade ist. Wenn ich das wegnehmen würde, dann würde ich hier irgendwie so sitzen. Also ich musste schon in allen Ecken und Enden irgendwie tricksen, damit ich diese Kamera irgendwie wieder benutzen kann. Hallo Sarah. Aber mal gucken. Ich hole mir jetzt demnächst einfach eine neue und die nervt mich sowieso schon die ganze Zeit. Na, bist du schon bei mir, Rosa? Oder später erst? Oder doch gar nicht? Halt wirklich so. Ich musste da was drunter machen, damit die überhaupt gerade ist. Das ist total behindert. Später irgendwann. Okay. Ach ja, sehr gut. Muss dann auf jeden Fall noch irgendwie was essen zwischendurch. Dann später. Schriftraum kommt zumindest gerade ganz vernünftig. Das wird überwertet, ich weiß. Aber Sarah hat gesagt, ich muss auf jeden Fall was essen zwischendurch. Und Crocs hat gesagt, wenn ich nichts esse zwischendurch, schaltet er mir das Internet ab. Was natürlich nicht geht. Aber es wurde mir angedroht. Ja, das ist mir angedroht, wirklich. Ja, bin ich mal brav und höre einfach drauf. Ich kann den Server aber auch wieder anschalten. Das ist dir bewusst, oder? Heute mal mit Gesicht, ja. Ich bin heute mal mit Gesicht. Ich glaube, wir sind deswegen so wenige, weil ihr mein Gesicht seht. Und wie wir ja festgestellt haben, gerade bin ich ja ein Bruder. Von daher. Aber hallo, Glissa. Na, gar nicht am Stream heute. Muss mich durchsetzen. Ja, ich glaube, wenn ich was nicht habe, ist es Durchsetzungsvermögen. Zwei Tage nicht. Kein Bock oder einfach nichts, was du dir denkst, was man zeigen müsste. Ach, nicht so den Elan dazu. Oh, die geht's nicht so gut. Ja. Hatte ich etwa eine Erkältung? Überrascht. Sind wir mir, was ist mir gedacht beim Ant ausschalten? Oh, ich glaube du in dem Fall. Also was das angeht, wenn ich anfangen will zu streamen und ständig darum kämpfen muss, naja, wohl, warte, ich kann dich da einfach rausnehmen. Und dann kannst du gar nichts mehr machen. Ich muss nur die Einstellung finden.
Aber es wäre möglich, Fräulein. Nein, ich esse ja dann was, alles gut. Ich mache dann eine Stunde Pause, dann esse ich was und dann starte ich dann den zweiten Stream. Mal außerplanmäßig mal gucken. Danke dir für deinen Follow, Lizam. Jetzt bist du auch toxic. Das war überfällig. Ach, ich hoste dann auch meistens irgendwo hin oder so und dann gefällt es mir da und dann quatsch ich und pipapo und dann gehe ich irgendwann weg vom PC, bleib im Lurk da und vergesse dann auch meistens zu followen. Also, mir geht's da nicht anders. Ich hole das da meistens irgendwann nach. Jojo. Lass uns mal hoffen, dass der Kaffee mich irgendwie wach macht. Ey. Eigentlich habe ich, naja, so lange habe ich nicht geschlafen, aber ich habe zumindest länger geschlafen als sonst. Damit wir jetzt so lange wie möglich wach bleiben können. Würde ich meine Felder noch machen. Siehst du? Vergessen. 7 Uhr. Ich weiß nicht, wie lange. Keine Ahnung. Bis mir wahrscheinlich selbst die Augen zufallen. Aber letztens, als ich kurz reingeschnuppert habe, wollte ich nicht aufhören. Also, keine Ahnung. Mal gucken. Ist ja mein erstes Mal. Dann das Game. Mal gucken. Wird für mich bestimmt aufregender als für alle anderen. Und meine Stimme mitmacht, ne? Bis dahin. Meine Stimme ist ein bisschen broken. Aufschlafen bis 14 Uhr. Ich habe, glaube ich, ich habe mich gezwungen. Normalerweise bin ich ja die ganze Woche um 6 Uhr aufgestanden. Ich habe mich heute mal gezwungen, bis um 8 Uhr zu schlafen. Ich glaube, es war 8, ja. Ich bin aber immer so im Stundentakt aufgewacht dann. Das war eher so ein Wegdösen immer. Stimme ist auch broken. Ah, die geht halt manchmal weg, ne? Aber noch ist sie da, noch funktioniert sie, also alles gut. Solange man mich hört. Aber liegt, glaube ich, am Wetter, ey. So ein Hin und Her. Eigentlich klar, finde ich heute. Gestern war irgendwie überhaupt nicht mein Tag bei BDO, habe ich das Gefühl. Ich habe beim Grinden super viel verkackt gestern. War irgendwie komisch. Ja, durch die Kids bist du halt, wirst du halt immer wieder angesteckt, ne? Ja. Kriege ich aber so, auch so um mich herum mit. Irgendwie ist jeder zweite gefühlt krank.
Ja, liegt am Wetter, sag ich ja. Du hast gestern übel pisst. Ja, das hatte ich nicht. Aber irgendwie, weiß ich auch nicht. Irgendwie habe ich selten. Aber gestern war ich irgendwie nicht so aufnahmefähig im BDO. Aber heute ist wieder alles gut. Geht's dir denn heute auch besser, Tikumi? Sonst Schmutztag. Gestern war eigentlich auch nur die eine Runde, war ganz nice im LBF. Aber sonst waren das irgendwie auch voll komische Runden. Aber ging, ey. Zweite Runde war echt gut. Wenn ich da vorhin schon mal verreckt wäre, ey, mit meinen 768 Points, hätte das was werden können. Mal gucken, ich habe hier heute ein paar bessere Runden im LBF. Gestern war ich auf jeden Fall auch gut triggert, ey, von diesen Archern schon wieder im RBF. Uff. Weil wir können auch Battle Arena gehen, aber in der Regel kommen da nicht so viele. Noch nicht, ne? Ich habe bisher nur von gehört, aber noch nicht angeguckt, tatsächlich. Bin mal gespannt, ob ich dann wieder auf dem Partners-Dings drauf kann. Partner-Global. Um die auszutesten, so wie mit der Shai. Also gesehen habe ich ihn, glaube ich, schon. Was habe ich denn da gemacht? Ich war irgendwie, vorhin war ich auf der BDO-Seite. Irgendwas habe ich da nachgeguckt. Ach, ich glaube, in dem Archer-Leaderboard habe ich irgendwas geguckt. Ich hoffe, dass wir den vorher wieder testen können, die Klasse. Mal gucken. Wir werden es sehen. Ich werde euch darüber dann informieren. Die Pogger ist aus. Hallo, Nam. Gefällt dir die neue Klasse? Aua. Aua. Ja. Ich bin mal gespannt, was sie dann für Kostüme hat. Ob das so Valk-mäßig sein wird? Points. Ach ja. Mit welcher Klasse warst du denn drin im RBF? Hast du mit dem Archer drin? Points. Ich weiß gar nicht mehr, was meine höchste Runde jemals war. Irgendwas, ich glaube, 1100, glaube ich. Aber zwei Runden hintereinander sogar. Richtig nice. Deswegen habe ich auch die beiden Titel vom RBF.
Ich weiß auch nicht, wie wir das hingekriegt haben, ey. Also, du kriegst ja einmal Titel für 800 Punkte und dann einmal für 1000. Hä? Du kriegst, glaube ich, Held mit 1000? Ich weiß gar nicht mehr, welcher das mit 800 war. Hallo, Hamid! Na, altes Haus? Alles gut bei dir? Mit Kuno warst du drin? Kuno ist böse im RBF, finde ich. Diesen Kack-Stealth-Shit. Bestie KU werde ich niemals sein. Dafür spiele ich meine Klasse viel zu scheiße. Zumindest laut hören sagen. Also vertraue ich da einfach mal drauf. Reicht für History PvE. Ist halt so. Ich bin History ohne zu sterben. Also irgendwas muss ich richtig machen. Hast du einen Blick auf die neue Klasse? Danke dir, Sarah. Ich mache mir die aber auch noch mal kurz. Warte. Die sieht aus wie so eine Amazone. Finde ich aber nice. Könnte auch für mich interessant sein. Ist jetzt nur interessant, wie dann, ob die so wie ein Bersi ist von der Spielweise her. Wahrscheinlich ähnlich. Aber nice sieht die auf jeden Fall aus. Ach, N.A. Wann die kommt, glaube ich, ist noch nicht bekannt. Nur, dass sie kommt. Aber sieht halt aus wie so eine Amazone. Kannst du dich auf den Link klicken, den Sarah da geschickt hat, Hamid? Die du gehypt bist? Was? Du warst auf Shai und auf Archer nicht gehypt? Was? Das wundert mich doch jetzt aber sehr. Kappa. Nicht mehr auf DK gehypt. Pfff. Okay. Das ging an mein Herz. Aber egal. Ich halte das aus. Ich glaube, wenn es die DK gar nicht geben würde, dann würde ich Sorg oder Lahn spielen, ja. Als Main. Ja. DK Hate is real. Okay. Auch das halte ich aus. Ja, ja. Die K ist auch an sich echt eine super schöne Klasse. Also so chillig grinden ist ja auf jeden Fall super nice. PvP-mäßig muss man sich halt ein bisschen durchkämpfen durch die ganze Geschichte, ne? Ach ja. Oh boy. Oh boy. Nicht schon wieder gegen den Mage. Aber er macht weiter, ne? Aber nicht von dir. Was ist denn das für ein neues Verhalten in Hystria?
Aber Zorg ist eine schöne Klasse, ey. Ich finde Zorg eine total tolle Klasse. Wenn ich nur mal Zeit hätte, die mich da ein bisschen hinterzuklemmen und die auch mal zu lernen oder zu spielen. Beziehungsweise erstmal muss ich die ja spielen, um die dann irgendwie zu begreifen. Ich denke schon, dass wir wieder als Partner auf diesen Partner Global Labs drauf können. Und dann wieder ausprobieren können. Warum nicht? Die machen momentan sehr viel für Partner. Das finde ich eigentlich ziemlich nice. Halloween-Gutschein habe ich ein bisschen verkackt, aber gut. Das habe ich irgendwie nicht so richtig mitgekriegt. Jetzt habe ich da wieder mehr ein Auge drauf, also. Nee, aber ich werde dann direkt Bescheid sagen. Ich finde das ja nice, wenn wir neue Klassen ausprobieren können. Wir hätten ja auch den neuen C-Content austesten können, aber es hat mit dem Launcher irgendwie nicht richtig hingehauen. Ich hätte ihn euch auch gezeigt, so ist nicht, aber es hat irgendwie mit dem Launcher nicht geklappt, mit der Datei, die ich da ständig geschickt bekommen habe. Aber ich kann euch Bescheid sagen, wenn wir die wieder testen dürfen. Hallo? Mal gucken, ob unser Mage immer noch da ist oder ob der weitergezogen ist im anderen Raum. Die Good Vibes. Ich habe Good Vibes. Ich bin nur gerade hier ein bisschen am gucken, wie sich das jetzt hier mit diesem Mage entwickelt. Aber ich glaube, der ist weggegangen. Findest du, ich habe keine Good Vibe? Ich sehe immer so ernst aus, ne? Dafür kann ich nichts. Das ist mein Gesicht, ey.